Ja, hallo liebe Zuschauer. Wir sind tatsächlich von Dänemark wieder zurück nach Deutschland. Wir wollten eigentlich nicht. Ja. Wir wollten da bleiben, aber natürlich müssen wir erstmal nach Hause. Und auf dem Weg dahin sind wir natürlich an Hamburg vorbeigekommen und haben uns gedacht, wir schauen doch nochmal da vorbei, wo mit uns und unserem Kastenwagen alles losging. Als das Fahrzeug nagelneu war, haben wir eine oder zwei Wochen später uns eine Profi-Alarmanlage einbauen lassen, die Pandora. Bei der Firma Kenforce in Wedel bei Hamburg. Und nun sind 10 Monate vergangen. Anlass genug, mal ein Fazit zu ziehen, ein Resümee zu zeigen. Was ist eigentlich mit dieser Alarmanlage? Sind wir zufrieden oder nicht? Und vor allem, gibt es was Neues jetzt 10 Monate später? Hat sich diese Alarmanlage weiterentwickelt? Oder ja, ist die T-Tronic vielleicht doch besser? Oder hat die T-Tronic sich wahrscheinlich verbessert und die Pandora nicht? Wir wollen einfach ein bisschen berichten, wie wir das alles zu so finden, was wir erlebt haben in den 10 Monaten und natürlich auch den Chef, der das Ding hier ständig einbaut, fragen, was ist denn mit der Pandora? Gibt es da Neuigkeiten und wie sind seine Erlebnisse? Genau. Ja, hier in diesem kurzen Video für euch. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir sind jetzt hier mit Sven, dem Chef von Kenforce. Genau. Du willst uns heute ein bisschen was zeigen, was für Neuerungen gibt. Und genau. Wir hatten uns verabredet, ihr seid ja jetzt gekommen, ne? Ihr wart in Dänemark und wir haben gesagt, wenn das passt, dann kommt ihr auf dem Rückweg, weil ihr an Hamburg vorbeifahrt, kurz nochmal hierher. 10 Monate hattet ihr gesagt, ist es her, doch schon wieder so lange. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Adria-Fahrzeuge wir gemacht haben. Also auch viele aus eurer Community, die wir also auch gesehen haben hier, oder wenn ich mal im Internet selber mal ein bisschen bei YouTube gucke, wo ich sage, hey, super nette Leute, die waren hier, ne? Und wir kriegen hier immer nur echt gutes Feedback zu den Anlagen. Ja, und wir haben gesagt, kurzes Resümee, wir gehen mal heute auf die Anlagen ein und ihr habt ja richtig Programm gemacht und bei euch ist ja schon einiges mit der Zeit, wo ihr überall unterwegs seid, auch vorgefallen. Und Nora, vielleicht willst du mal erzählen, wie gut die Anlage auf euch aufgepasst hat, ob es funktioniert hat und vielleicht eine Sache, wo sie euch beschützt hat, ne? Ja, also wir sind super zufrieden mit der Anlage. Also sie hat uns wirklich schon geschützt, zum Beispiel in Italien. Da haben wir so einen Vorfall gehabt, wir haben die Fenster ein bisschen aufgelassen zur Lüftung, weil wir sind schwimmen gegangen und dann hatten wir Vollalarm und wir sind zurück und haben gedacht, jetzt haben die uns das Auto aufgebrochen weiter oder haben was geklaut und die Fenster waren weiter aufgestellt, das heißt also jemand hat versucht das Fenster weiter zu öffnen und ist abgeschreckt worden durch die Alarmanlage und ist dann auch abgehauen, also Leute haben das auch gesehen und ja, das ist natürlich ein tolles Sicherheitsgefühl, dass wir wissen, okay, wir können sogar auflassen, die Fenster auflassen und das schreckt einfach ab. Ja, definitiv. Die Sirene. Das ist eben eine Besonderheit dieser Anlage. Also es gibt auch keine andere Wohnmobil-Alarmanlage am Markt, die in der Lage ist, geöffnete Fenster zu überwachen. Überlegt mal, ich weiß nicht, was ihr sonst so verbaut habt. Es gibt ja viele, die immer fragen, gesagt, das ist immer ein Feature, geöffnete Fenster überwachen. Weil wie oft lassen wir Fenster auch oben zum Beispiel auf, weil der Hund da drin ist. Und im Sommer, wenn wir kurz raus müssen, was einkaufen oder so, dann lassen wir die Fenster auf. Ne? Und können Scharfschellen stellen und dann merken wir, okay, wenn da jetzt ein Alarm losgeht, dann müssen wir lieber gucken. Aber ja. Tatsächlich bin auch ich sehr zufrieden nachhaltig in den 10 Monaten. Und das sage ich nicht, weil wir jetzt ein neues Video drehen, sondern weil diese Anlage, die hat auch mir dieses Sicherheitsgefühl gegeben, was ich sonst einfach nicht hätte. Natürlich sagt ihr jetzt vielleicht, es gibt ja aber noch die T-Tronic, die Vipro 3, die ist ja auch super toll, haben ja wirklich sehr viele. Aber uns war, bevor wir das Fahrzeug überhaupt hatten, schon klar, wir wollen etwas haben, was technisch überlegen ist, was noch besser ist. Und wir haben uns vor dem Einbau so viel schlau gemacht und uns intensiv beschäftigt mit der Pandora und sind dann ja auch auf Firma Kenforce gestoßen, aber haben schon, bevor wir Kenforce kannten, schon gewusst, was die Pandora kann. Und haben uns gefreut, dann einen Einbaupartner zu finden, der hier in Norddeutschland ist, weil wir ja selber auch nicht so weit weg wohnen. Von Hannover nach Hamburg geht ja noch. Jedenfalls hat uns diese Alarmanlage wirklich schon glücklich gemacht, auch dahingehend, dass sie absolut frei ist von Störanfälligkeiten. Weil wir haben viele Nachrichten bekommen von euch, von Adrianern, die T-Tronic haben, die immer Probleme haben, wo die Batterien zum Beispiel leer gehen von den Sensoren. Die ganzen Fenster sind ja gesichert mit Sensoren noch zusätzlich. Also wir haben jetzt nach 10 Monaten nicht eine Batterie leer. Und man kann in der App sogar sehen, in der Pandora-App den Batteriestand der Fenstersensoren und die sind immer noch so 80% ungefähr voll und nach 10 Monaten, die Batterien gehen nicht leer. Übrigens, du hast gesagt, man kann nur bei der Pandora die Fenster geöffnet lassen und trotzdem Alarm sichern. Ist es nicht so, dass die T-Tronic das auch kann? Sie hat nur nicht diese Neigungssensoren oder sie hat nur Magnetsensoren oder sowas, aber sie kann doch trotzdem mit geöffneten Fenstern
glaube ich, auch scharf schalten und Alarmanlage aktivieren. Genau, also der Unterschied ist groß. Ich würde ganz kurz noch mal einmal zu den, generell mit den Sensoren, weil du sagst zu den Batterien. Ja, ja. Der Unterschied ist, Mirko muss nicht dauernd gucken, wie voll seine Batterien noch sind, sondern er würde eine SMS vom System bekommen, wo drin steht, er möchte bitte vom Sensor 3 die Batterie wechseln. Also du brauchst nichts proaktiv machen, die Anlage überwacht alles. Die meldet sich sogar, wenn ein Sensor leer ist. Also ihr braucht nie das ganze Auto auswechseln mit den Sensoren. Genau, das Thema Titronic und Pandora, das hattet ihr ja am Anfang kurz gesagt, ob die immer noch so gut ist. Ja, also eine Pandora ist einer Titronic überlegen wie ein Kampfjet, einer Dampfmaschine von den Funktionen, wenn man weiß, das zu schätzen, was die alles kann. Ne? Und da ist eine der Funktionen eben, dass man angeklappte Fenster überwachen kann, weil wir in den DMS-Sensoren, so nennen die sich bei Pandora, einen Bewegungsmelder haben. Also das sind 360 Grad Bewegungsmelder drin, der auch erkennt quasi, wenn er geschlagen oder eingeschlagen werden soll. Die Titronic arbeitet mit einem Read-Kontakt, das ist ein Kontakt, der einen Magneten erkennen kann. Und nur wenn dieser geschlossen ist, mit geschlossenem Fenster, kann dieses Fenster überwacht werden. Wenn ihr das öffnet, ist es aus der Überwachungszone raus. Der Pandora ist das völlig egal, in welcher Position das Fenster ist. Das wenn ihr scharf schaltet, habt ihr entsprechend bei der Anlage diesen Punkt gesetzt. Und wenn der rausgedreht wird aus der Sache, dann ja. Das war auch der Grund, warum wir damals die Pandora wollten und nicht die Titronic. Ich will die Titronic nicht schlecht machen, weil wir gesagt haben, wir wollen lüften und Alarm scharf schalten. Und dieser Fensterkontakt, den man einfach nur mit Fenster auf oder zu hat, bei Pandora ist es, wie gesagt, der Sensor kann viel mehr. Der merkt die Neigung vom Fenster und geht dann in Alarm. Das war uns wichtig, das fanden wir besonders toll. Dann die zweistufige Entschärfung. Wir sind ja bei der Pandora in der Lage, die Alarmanlage mit einem Knopfdruck freizuschalten und die Türen bleiben noch zu, nachdem geschärft wurde. Weil wir einen Home-Modus haben, wenn wir im Auto sind, überwachen wir ja Fenster und Türen. Ja. Aber ihr könnt euch bewegen, denn wir haben ja auch noch Schock- und Neigungssensoren. Das ist auch eine Sache. Eine Titronic hat keine Schock- und Neigungssensoren. Eine Titronic hat kein 4G-LTE-Netzunterstützung, hat keine Echtzeit-App. Wir reden hier über ein Telemetriesystem. Ihr holt euer Handy raus und guckt in Echtzeit, wo euer Fahrzeug gerade ist. Das hast du ja gesehen. Auch wenn der fährt und solche Sachen. Das andere läuft alles auf SMS-Basis. Wenn da ein Alarm ist, schickt euch das System eine SMS. Da steht eine Koordinate drin, die könnt ihr euch bei Google angucken und die Info Alarm. Ich meine, du weißt, was das Ding kann hier. Und was mir auch gefallen hat, ich hole das nebenbei mal her, während du das gerne noch weiter erklärst. Also das System hat wirklich, wir haben hier eine Funkakku-Sirene drin. Wir arbeiten mit einer Fernbedienung, die er auf dem Display hat. Die ist 128-Bit Bluetooth verschlüsselt. Die Titronic arbeitet mit einer Fernbedienung, die ein Signal in den Raum schmeißt, auch verschlüsselt. Da muss der Schlüssel umgebaut sein. Dann könnt ihr auch nicht mehr vorne und hinten frei öffnen. Ihr könnt mit einer Pandora immer noch vorne und hinten öffnen, wenn ihr vorher freischaltet und das nutzt. Ja. Dann haben wir eine Funkakkusirene, 120 Dezibel laut, eigene Batterie drin. Wenn die Funkverbindung abreißt, dann geht die autark in Alarm. Wenn jemand versucht, die rauszuschneiden, geht die autark in Alarm. Dann haben wir Active Protection, wir haben eine Störsenderschutzerkennung. Ihr könnt das System einstellen, dass es ein Heartbeat an den Server von Pandora schickt. Ihr habt ein Protokoll, ihr könnt jeden Alarm nachgucken. Es gibt keine Probleme mit, ich hatte einen Fehlalarm, sondern ihr guckt rein und sagt, oh, das war Sensor 6 vom Fenster oder von der Dachluke, oh, das war der Schocksensor. Ihr könnt die Sensoren in der Empfindlichkeit anpassen. Also wir können so viele Sachen machen. Wir haben eine Startsperre drin, die dich ja selber schon mal gefordert hat. Genau. Also der Funktionsumfang der Pandora allein in der App ist wesentlich höher als von der Titronic, ohne dass ich immer auf die Titronic eingehen will. Aber der Grund, wir haben uns ja Gedanken gemacht, auch du, Nora, warum wir die wollten und nicht die Titronic. Alleine die Originalfernbedienung von Fiat Ducato. Ihr kennt diesen klobigen, dicken Schlüssel. Und bei der Titronic wird dann die Platine gewechselt und man behält diese dicke Fernbedienung. Während die Pandora eine eigene kleine hat, diesen Token hier, und dann noch ein Display drauf hat, wo man alle Parameter ablesen kann und vor allem viel mehr mitmachen kann. Und auf der kleinen Fernbedienung dieses zweifache getrennte schließen kann, da sagen ja übrigens einige, das ist aber auch blöd, ich will gerne auf einmal alles geöffnet haben und nicht in zwei Etappen. Aber ich finde es viel besser, dass es in zwei Etappen öffnet, vorne Fahrer- und Beifahrertür und hinten. Das machen wir ja nur für Wohnmobile. Weil Beispiel, ihr seid hinten im Bett und liegt noch unter der Decke und ihr wollt die Dachluke verändern. Dann könnt ihr bei der Fernbedienung drücken und entschärft das System, damit ihr die Fenster und Veränderungen machen könnt, damit es keinen Alarm gibt. Ja. Aber das Fahrzeug bleibt komplett geschlossen. Und wenn ihr die Änderung gemacht habt, könnt ihr ja wieder in den Home-Modus wechseln. So, habt ihr eine Alarmanlage, die in dem Moment, wo ihr entschärft, das Auto morgens um 4 Uhr aufmacht und alle Türen sind offen, also ich glaube, dann das Feature ist so, ja, wenn man es kurz überlegt, sagt, stimmt, für Wohnmobil macht das richtig Sinn. Ja. Nora, komm ruhig einen Schritt näher. Mhm. Diese Fernbedienung, wenn ich das mal kurz sagen darf, die hat ja einen Akku und den kann man aufladen per USB. Das heißt, wenn es leer ist, kann man hier einfach Klappe abmachen und dann USB und aufladen. Und die hat gehalten monatelang.
Da muss man keine Batterie wechseln. Und wir hatten es tatsächlich gehabt, nach, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so, oder nach 5 Monaten, glaube ich, war es soweit, dass der Akku mal leer ging, ne? Ohne nachladen zu müssen vorher. Und wir sind morgens aufgewacht, wir standen autark an einem See, du weißt es noch, Nora. Und wir hatten einen Termin, wir wollten losfahren, wir wollten wohin fahren. Und der Motor ließ sich nicht mehr starten. Und wir sind, ja, liebe Zuschauer, wir sind auf alle Ideen gekommen, auf alle. Aber nicht, dass wir diese Wegfahrsperre zusätzlich haben, die Pandora ja kann. Und dass der Token sich ja sich anmelden muss, dass es eine Authentifizierung geben muss. Quasi, ja. Ne? Und dass diese Wegfahrsperre, die ist nicht auszuhebeln. Und wir wollten den ADAC anrufen und sonst was und haben dann im letzten Moment gemerkt, scheiße, der Akku ist ja leer. Ja. Also man kommt mit dem Fahrzeug gar nicht mehr weg, selbst wenn man dann einbricht und der Alarm geht los, man steht irgendwo in der Walachei und der Alarm interessiert niemanden. Wir hängen irgendwo in den Klippen, in den Bergen und machen da eine Wanderung oder Bergsteigen und unser Handy klingelt, weil wir ja Alarm kriegen, dass einer eingebrochen hat und wir können gar nicht so schnell zurücklaufen. Selbst dann kann derjenige, der das Fahrzeug aufgebrochen hat und wegfahren will, ja gar nicht das Fahrzeug klauen. Selbst wenn er einen Schlüssel hat oder das Schloss irgendwie umgeht, weil diese Wegfahrsperre halt so ausgereift ist. Und das haben wir am eigenen Leibe erfahren, kam nicht weg und waren natürlich super erleichtert, als wir dann aufgeladen, also da reicht auch schon nur USB reinstecken, dass er wieder Strom kriegt, Wegfahrsperre aus. Ja. Das war krass. Das ist auch krass. Und so soll es ja auch funktionieren. Ich gehe da nochmal ganz kurz drauf ein. Ja. Wir haben natürlich bei Übergabe besprochen, dass genau dieses Szenario passieren kann. Ja. Und wenn du ehrlich bist, hat die Alarmanlage dir sogar einen Hinweis gegeben, dass sie den Token gar nicht gefunden hat. Nämlich, wenn die Zündung angeht und die Alarmanlage ist ausgeschaltet, dann fängt sie an und macht so einen Piepton. Wir dachten Fiat, du gehört. Störung. Und irgendwas mit dem Fiat ist los. Genau. Und damit sagt die Pandora, lieber Besitzer oder lieber wer auch immer du jetzt bist, bring mir mal einen Token bei, sonst mache ich hier nichts. Die Alarmanlage war ja aus. Wenn die ausgelöst hätte durch Fenster öffnen, durch Zündung anmachen, geht sie an. Also wenn sie geschärft ist, geht sie an. Dann ist der Block komplett immer drin. Also dann lässt sich überhaupt nichts starten. Also ihr müsst entschärfen und dann könnt ihr natürlich mit Token und Schlüssel, weil der Token ist nämlich auch der Unterschied, das ist ein 128-Bit verschlüsseltes zweites Faktor-Device. Damit unterscheidet ihr euch von dem potenziellen Dieben. Weil der potenzielle Dieb hat entweder was um eure Mechanik, Türschloss und Lenkradschloss quasi zu drehen und dann die serienmäßige Wegfahrsperre auszuhebeln. Da gibt es ganz böse Geräte, die man wirklich nur in OBD reinsteckt. Das funktioniert hier alles nicht bei dem Auto. So, jetzt hat Mirko seine Fernbedienung nicht aufgeladen und ist genau in diese Falle getappt. Alarmanlage war aus, System sagt, wir wollen starten. Die Pandora sagt, Leute, hier fehlt irgendwas. Der zweite Faktor, wer bist du? Hat er nicht erfüllen können, also Motorstart nicht möglich. Wir haben das eingebaut, auch viele sind ja auf dem Campingplatz und sagen, ach, Alarmanlage mache ich nicht an. Jetzt lass mal irgendeinen bösen Jungen das mitkriegen und sagt, ha, die haben ja eine coole Anlage drin, aber die haben die gar nicht angemacht. Ich habe alles mit, was ich brauche. Einer, der das kann, braucht 3 bis 5 Minuten, dann ist so ein Auto vom Hof geholt, ohne weitere Spuren. Turbodecoder fürs Schloss, Zündschlüssel und die Box in OBD und dann Wiedersehen. Könnt ihr ja gerne mal gucken, wir haben ja Videos bei uns auf dem Kanal, wo einer berichtet hat, wie sein Auto weggekommen ist. Ne? Morgens kommt er runter und sagt, wo ist denn das Auto? Bitter. Und ja, und die Polizei war da und sagt, sehen Sie, da an dem einen Tag hat es auch geschneit, er sagt, hier sind direkte Spuren, die sind nur zum Auto, sind nicht rumgegangen, haben geguckt, die haben die Tür aufgemacht, sind eingestiegen. Profis, Werkzeug, gelernt, Auto abholen. So, die kommen jetzt zu den Autos, also wir haben auch keinerlei Einbrüche mehr mit den Pandoras, überhaupt nichts mehr. Ihr hattet das erzählt von Italien, das weiß ich. Ich weiß, dass versucht wurde, auf der Fahrerseite hier unten eben mit dem Lockpicker was reinzuhauen durch den Schocksensor. Löst sofort aus, sind weg. Und ich weiß auch von anderen Kunden, die sich gefühlt haben und sagten, na, auch im Bereich PKWs und sowas, so eine Anlage drin. Wir wurden verfolgt, sind ins Parkhaus und mit einmal so hinter die Litfaßsäule gestellt und geguckt und gesehen, dass da wirklich welche zum Auto sich das einmal angeguckt haben, haben die Aufkleber auf der Scheibe gesehen, protected by Pandora und sind gleich wieder abgedüst von dem Auto. Ja. Ne? Es gibt einen auf die Finger. Die Anlage ist laut, die ruft an und die sperrt eben, dass ihr nicht starten könnt. Und wir hatten ja vorhin auch noch kurz gesprochen, du sagtest nochmal, dass ich nochmal erkläre, ihr seid ja sogar in der Lage, wenn euch die Schlüssel geklaut werden und der Token oder die zwingen euch heute mit Gewalt aus dem Auto, dass ihr sagen könnt, nehmt das Auto in Ordnung, selbst wenn ihr eure Handys im Auto lasst, das ist nämlich auch ein Riesenunterschied zur Titanic. Wenn ihr die Handys im Auto lasst, dann könnt ihr die Alarmanlage aus sicherer Entfernung anrufen. Ihr habt einen Gästepin bei der Übergabe bekommen und ihr könnt die Anlage von jedem Telefon auf der Welt mit diesem Gästepin quasi öffnen. Und dann gebt ihr euren Sperrcode ein. Danach habt ihr eine permanente Motorstartsperre ausgesprochen, die erst wieder aufgehoben werden kann, wenn ihr anruft. Und dann müsst ihr euch mit eurem Mastercode identifizieren. Und man kann auch einen Alarm auf das Fahrzeug schicken. Auf fahrende Fahrzeug schicken. Fahren. Genau. Und ihr habt Daueralarm. Ja, Daueralarm.
Und ihr habt ja auch noch diesen Ballot-Button eingebaut. Mhm. Sollte dir an dem Tag, was du sagtest, auf dem Campingplatz, und du hättest jetzt kein Ladegerät gehabt, du wärst mit der Pandora trotzdem nicht gestrandet, du hättest deinen Mastercode hintereinander eingegeben, genau. Dann hätte die Alarmanlage gesagt, okay, Besitzer hat sich notauthentifiziert, wir starten jetzt. Übrigens, die Fernbedienung selber hat sich auch angekündigt, dass sie ausgeht. Ja. Wir haben nachts geschlafen und kurz bevor sie dann ganz leer ist, nach 5 Monaten, macht sie so einen kleinen Ton oder eine Melodie. Aber das haben wir im Schlaf nur so zur Hälfte wahrgenommen und haben morgens gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie leer ist. Dann kannst du mal sehen, wie entspannt du bist. Du hast so ein System, das läuft im Hintergrund total leise. Funktioniert. Ja. Und in dem Moment, wo es nicht mehr da ist, haut er dir so auf die Finger, dass du sagst, was ist denn hier kaputt? Ja. Liebe Zuschauer, wir wechseln die Kameraperspektive, denn ich habe noch wirklich Fragen, was ist denn jetzt Neues? Hat das Ding sich vielleicht weiterentwickelt? Wir haben das Ding jetzt 10 Monate, gibt es vielleicht schon eine neue? Und was kann sie denn mehr, wenn unsere schon so toll ist? Das jetzt nochmal in diesem Video. Ja, wir wollen natürlich wissen, das interessiert uns auch, gibt es was Neues bei der Pandora? Sven, Sandomir, was kann die Pandora heute mehr? Oder kann sie bisher dasselbe wie vorher schon, was ja schon ausgereift war? Also grundsätzlich, ihr habt eine super Anlage, absolut funktional, ausgereift, kann alles. Pandora hat weiterentwickelt, ich nehme immer gerne ein Beispiel, ein neues iPhone 11, iPhone 12. Sind Verbesserungen drin, geht meistens um LTE, um Kameras, solche Sachen. Und das hat Pandora natürlich auch zum Anlass genommen und hat gesagt, wir haben jetzt die nächste Stufe an Alarmanlagen. Das ist jetzt die sogenannte V2. Ja. Elektronisch gesehen heißt sie im Steuergerät Evo, wie Evolution, sie ist weiterentwickelt. Und der große Unterschied ist, wir haben jetzt 4G-LTE-Kommunikation. Ja, ihr hört richtig, ne? Guckt euch das mal an bei Titronic, 2G, 3G, da ist nichts, die sind fertig, die laufen. Da sind ganz teure Antennen drin, da ist ein riesen Chip drin und so weiter. Also super gut gemacht und sie haben gleichzeitig einen Bluetooth 5.0 Chip eingebaut. Wir können jetzt noch mehr Peripherie anlernen. Also es war zum Beispiel vom Kunden ein Wunsch, die wollten immer gerne als Pärchen noch eine zweite von diesen Fernbedienungen haben. Die laufen dann wirklich im Tandem. Wenn du hier drauf drückst, geht die andere mit Zug und so weiter. Mhm. Das ist mit der neuen Anlage jetzt alles problemlos möglich. Ne? Also dass man die dann quasi für Mann und Frau ausstellt. Ja. Im Lieferumfang ist der kleine Token und eine Fernbedienung. Das geht jetzt auch mit der neuen. Dann ist die App ein bisschen anders aufgeteilt. Also ihr habt jetzt nach wie vor das gleiche Modell vom Fahrzeug zu sehen, aber ihr seht unten schon die Ortung. Ja. So, die Anlage ist in der Kommunikation mit den Online-Befehlen auch schneller, wegen LTE und sowas natürlich. Mhm. Und wir haben zum Beispiel für Männer jetzt eine Pandora Watch. Ich weiß nicht, ob du die mal einblenden willst. Die sieht wirklich cool aus, die Watch 2. Also das ist aber ein teures Gadget, aber es ist echt cool. Also man kann dann quasi seine Fahreridentifikation am Arm tragen als komplett funktionale Uhr, auch wieder mit dem Wunsch, ganz lange Laufzeit. Mhm. Wir haben die Ingenieure von Pandora erzählt, sie haben das Betriebssystem sogar selber geschrieben, weil es auf dem Markt kein Betriebssystem gab, was mit so einer kleinen Uhr so viele, ich glaube, Ziel war fast 2 Wochen zu laufen, liefern konnte. Muss man sich mal vorstellen, bauen die das halt selber. Also, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, genau. Ja. So, und dann haben wir als Besonderheit heute, wir haben jetzt ja das neue Fitnessarmband sozusagen, das Pandora Band. Mhm. Und das ist gedacht natürlich Schrittzähler und Nora kann das ja mal umlegen, du bist in der Lage, mit diesem kleinen Band, was auch, ich weiß nicht, was für eine Laufzeit hat, wir haben das einmal aufgeladen, der Akku zeigt immer noch an, dass er zu 90% voll ist, damit kann man das Fahrzeug dann entsprechend, das ist auch so ein bisschen hier gegen Schweiß und sowas, wenn du Sport machst, ne? Das muss man dann durchziehen und reindrücken. Die Bänder sind kompatibel mit Xiaomi. Es gibt von Xiaomi einen Tracker, der hat die gleiche Größe und deshalb kann man auch verschiedene farbige Bänder und sowas benutzen. Ja. Genau, und wenn du oben drauf drückst, schaltest du sie halt scharf. Ja, kannst du, drück mal drauf. Und wenn du ihn ganz kurz festhältst, dann kannst du das Fahrzeug hier jetzt abschließen komplett und die Alarmanlage schärfen. Das war's. So, Alarmanlage geschärft über das kleine Bändchen. Genial. Das ist doch der Hammer, ne? Ja. Was alles gibt schon. Ja, und es ist fertig, ne? Es wird nicht gezeigt auf Postern, ja, sowas kommt mal. Ja. Es ist hier, es funktioniert. Es wird auch alles angezeigt, ne? Die Uhrzeit. Und Schrittzähler und solche Sachen. So, ihr seid jetzt mit dem Auge verbunden. Ihr seid gerade wieder freigeschaltet. Und wie ihr vielleicht gehört habt, wir haben jetzt hier auch als ganz neue Funktion die Möglichkeit, die Sirene jetzt in ihren Tönen etwas anzupassen. Die sind ja sehr laut, die Sirenen, das wisst ihr. Wir haben es bei uns rausprogrammiert haben wollen, dass wir beim Abschließen und auch beim Öffnen immer diesen Piep tun. Ja, dieses Chip. Genau, das nervt. Gerade wenn man im Wohngebiet oder nachts das Fahrzeug abschießt und einfach nur abschließen will. Das ist jetzt so schön dezent bei dem Fahrzeug, wenn wir nochmal öffnen oder schließen wollen. Können wir machen. Ich kann das auch hier über die Fernbedienung, ist ja alles miteinander verbunden. Nur so ein Klack. Ganz dezent. Und ich mache auf. Schön. Dick, dick. Ne? Ja. Ihr habt es gehört, also es stört keinen mehr. Mhm. Aber derjenige, der sagen wir, im Umkreis ist und sagt, die haben scharf geschaltetes Alarmsystem, ist anders. Ja. Das ist nicht original vom Fiat oder sowas, sondern das ist richtig, richtig Programm. Ne? Mhm.
um nochmal zu vergleichen, alleine wie laut diese Sirene ist, wenn wir jetzt hier mal draufdrücken und machen den Panikalarm an, beide Knöpfe gleichzeitig. Ne? Also dagegen war sie gerade doch ganz schön dezent. Ne? Ich mache das wieder aus. Funk-Akku-Sirene, Mirko und Nora haben die auch drin, gibt nichts Besseres auf dem Markt. Störsenderschutz hatte ich ja gesagt, rausschneiden, die willst du nicht in der Hand haben, wenn die angeht. Wir haben sie auch mal verglichen, T-Tronic setzt ja auf die eigene Hupe. Ja. Und wir haben es gehabt, die Hupe auf dem Adria Vencamp 2021, da hat einer die T-Tronic gehabt und die Pandora daneben von unserem Fahrzeug. Und wir haben beides laufen gehabt. Also die Hupe ist tatsächlich laut, aber die Sirene von der Pandora ist deutlich lauter von der Dezibelzahl und schriller. Die hört man auch von der Entfernung einfach noch weiter. Und die schreckt einfach mehr auf als eine Hupe. Eine Hupe ist einfach, irgendein Auto hat einen Alarm und hupt. Aber diese Pandora, dieses Schrille, das ist einfach was anderes. Definitiv, die soll dem Dieb Stress machen. Eine Hupe interessiert heute keinen, ist leider so. Also wir müssen heute sowas machen. Eine Hupe hat ja heute fast jedes Auto mit einer billigen Alarmanlage. Ja. Ich sage billige Alarmanlage, weil das ist einfach ein Hupensystem, das Tür auf hupt. Super, interessiert keinen. Wir sprechen von Pandora, es ist wirklich was anderes. Ja, ist es. Und wenn jemand mit dem Störsender angreifen würde, wenn die Verbindung abreißt zwischen der Sirene und der Alarmanlage, dann geht die Sirene autark in Alarm, weil sie sagt, sie wird angegriffen. Ja. Oder wenn versucht wird, sie rauszuschneiden und das Fahrzeug spannungslos zu machen. Mhm. Also die Bluetooth-Funk-Akku-Sirene hat einen eigenen Akku eingebaut. Den braucht ihr nicht warten, sondern die lädt sich auf, wenn der Motor läuft. Und in dem Moment, wo die ihre Verbindung zur Zentrale verlieren würde, aus was für einem Grund? Störsender, irgendeiner versucht aufs Auto einzuwirken oder sie wird abgeschnitten, dann sagt sie hier Sabotage, ich mach dich jetzt fertig, ich brüll los hier, bis der Arzt kommt. Weil hat ja am Anfang auch gedacht, was ist, wenn man die Motorhaube knackt und die Sirene Kabel durchschneidet, wenn man überhaupt ein Kabel findet, weil das wird ja gut verlegt, aber die Sirene halt, findet man schon ein Kabel, dann kriegt man Alarm, weil die Alarmanlage das einfach merkt. Die Sirene merkt das in diesem Fall, ne? Also wenn sie weggenommen wird. Und auf jeden Fall die Pandora nicht ohne die Wegfahrsperre einbauen lassen, das ist unsere Empfehlung. Kann man natürlich auch so einbauen, aber die Wegfahrsperre, die hat es uns so angetan. Ja, das weiß ich auch. Ich kenne auch, wenn Kunden sich bei uns informieren, dass das oft gar nicht angeboten oder ins Gespräch genommen worden ist. Ja. Die Wegfahrsperre ist mega wichtig, weil das ist die Lösung, die euch einmal die Tokenabfrage macht, die im Alarmfall sowieso nicht starten kann und die euch im Verlust der Schlüssel durch Diebstahl, durch Entwendung, durch sonst was in die Lage versetzt, das Auto stillzulegen. Ja. Ja, das muss man einfach wissen. Und das Besondere ist, ich hatte ja vorhin kurz erzählt, dass wenn ihr die Alarmanlage anruft, habt ihr einen Gäste-PIN. Ja. Das heißt, ihr könnt von jedem Telefon anrufen. Ja. Ein Profiler von T-Tronic hat eine ganz große Einschränkung. Ihr müsst jedes Telefon, was mit ihm kommunizieren kann, über SMS hinterlegen. So, jetzt überleg mal, die mopsen euch das Auto und eure Telefone sind drin, habt euch selber ausgeschlossen. Das war's. Ja, ja. Bei der Pandora könnt ihr das von ferne machen. Einfach, ich brauche dein Telefon. Ich rufe die Anlage an, kommt auch von Kunden auf die Frage, warum muss ich denn das über einen Telefonanruf machen? Weil das der einfachste Weg ist, wenn ihr in der Pampa steht und eure Kiste ist mit dem Dieb weggefahren, dass ihr sagt, ich brauche irgendein Telefon. Das kann auch ein ganz alter Knochen sein. Solange ihr im DTMF da durchkriegt, ist alles gut. Deshalb stellt euch vor, ihr müsst eine App installieren. Eure Zugangsdaten, also kein WLAN, also dies nicht, hast kein Internet. Deshalb Anruf, handeln, fertig. Das ist halt. Wir haben diese Pandora nie bereut. Mich würde interessieren, kommen denn nur Kunden, die nagelneu so ein Fahrzeug haben, also in Anbetracht der Fahrzeugsumme, gerade von so einem Wohnmobil, gerade als Neufahrzeug, lohnt es sich allemal, das Geld in die Hand zu nehmen und sich so ein Profisystem einbauen zu lassen, haben wir ja auch gemacht. Aber kommen denn auch Kunden, die sagen, ich habe schon einen älteren und will trotzdem dieses Alarmkram haben? Ja. Gibt es auch. Also nicht nur neue Alarmkram Fahrzeuge. Wollen sie nicht haben, sondern sie wollen eine High-End-Alarmanlage, damit sie geschützt sind und so weiter. Ja. Und es ist so, wir haben keine Einbrüche mehr. Ich sage den Kunden bei Übergabe, bitte meldet euch, wenn ihr was erlebt, ne? Sowas, was ihr auch gemacht habt, gesagt, boah, die haben es versucht hier in Italien. Haben wir nicht mehr. Diese Anlagen schrecken ab, hier steht drauf Protected by Pandora und das ist ja kein Spruch. Das ist eine Zusage an den Dieb, dass er hier richtig einen auf die Pfoten kriegt, wenn er an dem Auto was macht. Ja. Weil er ja schon beim Rumhauen hier durch den Schocksensor entlarvt wird. Ja. So, Anruf beim Besitzer, der kann die Polizei anrufen, Auto springt nicht an. Was macht der Dieb? Er sucht sich ein anderes Auto. Es gibt ja genug Wohnmobile, die nicht geschützt sind. Ja. Und die Inhaber machen sich über alles Gedanken, das kennt ihr ja auch. Hier noch ein bisschen tunen, da noch was machen, geile Felgen, dies, das, jenes. Ja. So, und dann steht ihr morgens vor der Tür und das Auto ist weg. Und dann geht der ganze Salat los. Die Anlagen selber sind im Verhältnis zu einem Diebstahl, wenn euch was wegkommt, auch im Urlaub, wenn sie euch das Auto ausräumen, die Drohne ist weg, der Computer ist weg, was weiß ich hier, Kamera ist weg, Selbstbeteiligung, Sachen, Zeit bei der Polizei, das müsst ihr mal aufsummieren. Dann sagt ihr, nee, stimmt, das ist viel besser. Und ihr schlaft auch nachts im Auto, dass keiner reinkommen kann. Wir hatten eine Kundin hier, die hat mir die Geschichte erzählt, die war mit ihrem ersten Wohnmobil in der Schweiz und sie wacht nachts auf und da steht jemand im Auto und guckt gerade unter ihrem Bett nach der Handtasche. Ne? Also da haben die nicht mitgekriegt, dass nachts jemand aufgemacht hat, haben wir auch ein Video zugemacht,
mit einem Sprinter, den sie in Frankreich ja auch ins Auto durch die Tür schloss, also aufgebrochen waren im Auto, haben die Handtasche genommen und so weiter. Und für die Frau war der Urlaub erledigt. Die sind nach Hause gefahren, ging nicht mehr. Und man sollte das nicht meinen, nicht nur im Ausland, in Deutschland passieren auch krasse Sachen. Ja, ganz krass. Auch jetzt letztens wieder ein Adria weggekommen, Kastenwagen, habt ihr vielleicht auch gesehen auf Facebook. Und die Fahrzeuge werden in Deutschland auch aufgebrochen und auch geklaut, nicht nur im Ausland. Ja. So ist es. Definitiv. Übrigens, wir kommen ja gerade aus Dänemark, übrigens auch ein sehr sicheres Land, da haben wir uns wohl gefühlt, aber da gibt es wahrscheinlich auch Kriminalität, aber wahrscheinlich weniger als in anderen Ländern. Das aber auch, ich weiß von dem Fall auf dem Weg. Und auch weniger als wie in Deutschland, ist einfach so. Was uns total gefällt, vor allem Nora, die führt ja gerne auch Reisetagebuch, wo wir gewesen sind, diese super tolle App mit der Nachverfolgung, wo wir langgefahren sind, wann wir wo waren, wann wir das Fahrzeug abgeschlossen haben. Das Ding zeigt ja alles an. Ne? Also so eine tolle App, macht richtig Spaß. Und wenn man nicht mal weiß, wo waren wir denn vorgestern und wann haben wir da geparkt und wo war das? Nora guckt in der App nach und weiß wieder alles. Das ist schon schön. Ne? Ihr könnt euch ja sogar auf dem Computer anmelden. Das wissen ja vielleicht einige, die es schon intensiver genutzt haben. Ja. Ihr könnt euch mit euren Zugangsdaten auf der Pandora-Webseite anmelden. Es gibt eine extra Seite für die Alarmanlagen. Authentifiziert euch mit euch euren Zugangsdaten. Dann könnt ihr sogar von diesen ganzen Reisen CSV-Exporte und sowas machen, für Excel-Tabellen mit gefahrenen Kilometern und sowas. Ja. Ihr könnt auch ein Geofence um euer Fahrzeug ziehen. Wenn jemand sagt, ihr in der Familie oder die verleihen das Auto und sagt, fahr bitte nicht hier aus der Region raus oder ins fremde Land, dann würdet ihr eine Meldung kriegen per SMS, dass das Auto gerade quasi die Linie da überschritten hat. Das muss man sich mal überlegen. Für eine Alarmanlage, das sind alles Funktionen, da sagen die meisten Kunden, brauche ich alles gar nicht. Ja. Das aber das hat uns so gefallen, Fahrzeug geht in die Werkstatt. Wir wissen genau, ich bin am Arbeiten, was passiert jetzt, wird das Fahrzeug heute benutzt? Ach, heute war gar nichts, Fahrzeug steht 3 Tage nur rum. Aber mit einmal 14.30 Uhr, ich sehe auf meinem Handy, das Fahrzeug bewegt sich und fährt in eine Halle rein, ich sehe alles, kann das nachvollziehen. Das ist eigentlich schon eine krasse Überwachung, aber weil es mein eigenes Auto ist, darf ich das sehen? Das darfst du. Ja. Und, aber Hammer, dadurch weiß ich, wann wird das Fahrzeug gemacht und wo ist es gerade, das ist schon toll. Ne? Naja, es gibt natürlich auch Themen, ne, wo wirklich versucht wird, sag ich mal, etwas mehr Zeit abzurechnen in der Werkstatt, die gar nicht angefallen ist. Ach, ihr wisst, wann das Fahrzeug reingefahren ist, das hat mir jemand anders erzählt, dass sie bei Kastenwagen die Schiebetür nachgestellt haben und da sollte richtig was auf die Rechnung. Und dann konnte er sagen, sag mal Leute, hier, da ist reingefahren, rausgefahren, ne? Zählt mal bitte die Zeit und guckt mal, was ihr aufgeschrieben habt. Gab auch keine Diskussion mehr, wurde gleich in Ordnung gebracht. Oder ein nicht ausgebautes Fahrzeug, brandneu, ist zu einem Ausbauer gekommen. Mhm. Ich will keinen denunzieren oder irgendwas. Einfach nur erzählen, was passiert ist. Die haben den Tacho abgeklemmt und sind mit dem Auto nach München und zurückgefahren, und haben, damit die Kilometer nicht gezählt werden. Was er aber nicht wusste, wir hatten vorab schon in das Fahrzeug eine Alarmanlage eingebaut, die das alles mitgetrackt hat. Ne? Das war natürlich, das ist amtlich übrigens, dieses Protokoll wird weggespeichert auf den Servern von Pandora. Ihr könnt es nicht löschen, das löscht sich im Rahmen des Jahreswechsels. Das heißt, diese Alarme sind alle festgehalten. Jeder Alarm, habt ihr ja auch gesehen, es gibt wie so ein Screenshot. Wie war abgeschlossen? War eine Tür offen? Ja, war Rahmenparameter, Batteriespannung, ne? Diese ganzen Themen. Also du merkst, wir kommen von einer Sache zum anderen. Ja. Batteriespannung. Eure Vorderwagenbatterie wird überwacht bei dem System. Stellt ihr euer Wagen ins Winterlager, sagen viele, das ist ja so cool, ich habe eine SMS gekriegt, die Batteriespannung ist kritisch. Ich wusste erst gar nicht, wer sich da meldet. Das war ja die Pandora. Ja klar, weil die jetzt mitkriegt und sagt, wenn jetzt der Besitzer nicht handelt, dann ist jetzt hier aus mit Schutz. Weil die geht dann quasi in die Knie und der Knaller ist, ihr kriegt noch einen letzten Anruf und die Meldung ist, das System sagt Power off. Und dann schaltet sich Ja, lieber Sven, Sandomir, möchtest du noch über Preise sprechen oder ist das dann tatsächlich eine individuelle Sache eines Kunden, der sich meldet und sagt, das und das will ich haben? Weil es kommt ja auch auf den Funktionsumfang an, wie viele Fenstersensoren will ich haben? Es. Will ich die Wegfahrsperre haben oder so nicht? Ist es. Aber so eine generelle Hausnummer, das kriegt man ja immer wieder gefragt, was kostet das Ding denn jetzt so mal so eigentlich? Ja, also das können wir sagen, die Grundanlage, also die Idee bei Pandora ist, dass sie das nicht modular aufbauen. Bei Titonic musst du ja eine Alarmanlage kaufen und einen Tracker. Ja, Pandora sagt, es gibt ein Grundpaket. Das ist alles voll integriert. Das heißt, das Gerät passt auf sich selber auf und ist autark. Es hat die eigene SIM-Karte drin, es hat die ganze Elektronik drin. Das System besteht aus diesem DI030 Handsender, den Mirko gezeigt hat, mit dem Display, einem Reservetoken, einer kabelgebundenen Sirene von Pandora, die also dann nicht Störsenderüberwachung selber kann und auch wenn sie rausgeschnitten wird, das eben nicht melden kann. Vier Fenstersensoren in dem Paket, was wir für Kastenwagen und sowas haben. Es gibt für Busse und Camper auch eins mit zwei Sensoren nur drin. Und das kleine System mit zwei Sensoren geht bei 1.650 € grundinstalliert los. So, jetzt brauchen wir, wie beim Smartphone, wir brauchen noch eine SIM-Karte. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich selbst eine Karte mitzubringen. Oder wir können euch eine Karte, wir haben eine ganz tolle Lösung, die können wir anbieten. Die ist 2 Jahre voll aktiviert und die kann dann jährlich verlängert werden für 99 €. Und die geht auch im Ausland? Ne? Die geht auch im Ausland. Also die funktioniert auch in Liechtenstein, in der Schweiz, ich meine sogar die Türkei, Norwegen, überall das funktioniert. Das ist ein richtig gutes System, ihr braucht dann auch keinen Vertrag abschließen. Kann man aber auch nur
in der Alarmanlage nutzen. Also wenn man die SIM-Karte rausnehmen würde und sagt, ich packe die ins Handy, funktioniert die nicht. Ja. Also das ist eine super Sache. Und dann kommt dazu, wie viele Sensoren habt ihr? Wie viel Dachluken braucht ihr? Habt ihr einen Teil integriert? Müssen wir die Aufbautür schützen? Was ist mit den Garagen? Wollt ihr die Funkakkusirene haben? Wollt ihr die Startsperre haben? Nur diese ganzen Sachen. Braucht ihr noch einen Sensor fürs Fahrrad? Habt ihr noch einen Sonderwunsch? So wie wir hier bei dem Fahrzeug, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, wenn man hier drauf drückt, das ist dann geil. Kann man per Fernbedienung mal eben hier die Außenbeleuchtung aktivieren. Das kann ich auch vom Handy natürlich machen. Ja, da denken wir an unsere elektrisch laufende Schiebetür, dass wir mit der Pandora, mit dem Smartphone die Schiebetür dann auf und zu machen können. Technisch ist das alles machbar. Ja. Mit der Pandora geht das. Das sind natürlich Dinge, da muss man wirklich angucken, wie sind die Gegebenheiten. Das muss abgerechnet werden nach Aufwand, weil das ist ja ein Kundenindividualwunsch. Wenn wir dauert länger. Ja, mit Sicherheit. Klar. Ja. Dann müssen wir erstmal gucken, wie ist das eingebaut bei euch? Wie läuft diese Funktionalität? Aber dass man halt weiß, dass die Pandora das technisch kann. Man kann es. Also ich kann hier einen Kanal programmieren, den löse ich aus, indem ich den quasi an- und ausschalte, hier festhalte, bis sie zweimal vibriert. Ja. Eins, zwei, und jetzt habe ich den Befehl gegeben, das Licht wieder auszumachen. Ja. Und das kann ich eben an- und ausmachen und das kann ich auch über das Smartphone. Aus 5 Kilometer Entfernung kann ich auf einem dunklen Campingplatz das Licht draußen anmachen und das ist ein praktisches Feature. Das habe ich selber schon genutzt. Das ist ganz cool. Wenn es schlechtes Wetter ist, ist stockduster und du machst dein Handy raus und siehst, das ganze Vorfeld ist beleuchtet am Wohnmobil. Das ist cool. Und wir hatten auch schon, wir verlassen das Fahrzeug, gehen in den Supermarkt. Scheiße, haben wir abgeschlossen. Haben wir aufs Handy gucken. Wenn nicht, wenn es wirklich geöffnet war, vom Smartphone aus abschließen das Fahrzeug. Egal von wo. Hammer. Und ihr seht in Echtzeit ja sogar, ob noch eine Tür offen wäre. Du siehst ja auf dem Piktogramm, ob eine der Türen offen ist. Also das sind ja auch so Sachen. Ne? Du bist im Haus und sagst, wo haben wir das Auto abgeschlossen? Du musst nicht nochmal rausrennen. Oder die Tür ist offen. Es gibt ja Kunden, die haben, was weiß ich, Kinder am Baggersee oder was und die Kinder sagen, die kommen gleich mit der Mutter und dann sagt der Vater, Leute, ich habe die Schiebetür gar nicht zugemacht. Ne? Ich muss nochmal zum Auto, weil du es echt siehst auf der App. Eins noch zum Schluss. Wir haben ab und zu die Frage gestellt bekommen, weil wir ja schon mal ein Video gedreht haben, als wir das bei uns eingebaut bekommen haben vor 10 Monaten. Wie ist das denn? Das Fahrzeug wird ja dann nur noch digital gesteuert. Ich will doch nicht von einem Smartphone aus mein Fahrzeug steuern können. Das ist ja gar nicht sicher. Und da wussten wir immer nicht, was soll man denn darauf antworten. Also die Leute haben immer noch dieses Schlüsseldenken. Ich habe einen mechanischen Schlüssel, stecke den rein. Und wenn es eine Fernbedienung gibt, ist das schon das höchste Gut, wo der Fahrzeughersteller eine Fernbedienung anbietet. Aber jetzt noch mit einem Smartphone das Fahrzeug abschließen können, das wird so heikel. Was soll man darauf antworten? Das ist ja gerade das Highlight, dass das geht. Manche Leute haben Angst, dass das gerade unsicher ist, mit einem Smartphone das Fahrzeug bedienen zu können. Also ich sage immer, ich habe immer mehr Angst um meine Daten, aber nicht darum, dass ich nicht aufpasse, dass die Daten, sag ich mal, eure Telefonnummer jetzt jemand anders bei mir abgreift, sondern dass ich nicht weiß, was andere Personen mit meinen Daten auf ihren Handys, auf ihren Computern machen, Thema Virus, und dann sind meine Daten nämlich irgendwo anders und ich kriege plötzlich irgendeinen komischen Anruf oder sowas. Die Anlagen selber, da muss man sich das Sicherheitskonzept mal von Pandora angucken. Wir machen ja auch noch einen Kniff, dass wir eine Entschärfung übers Internet standardmäßig gar nicht zulassen. Weil wenn euch das Handy geklaut wird, ich glaube, da haben wir vorhin noch kurz drüber gesprochen, dann ist der Dieb, selbst wenn das Handy aufkriegt, weil einige meinen ist super sicher, aber ein Handy kann man schon knacken. Ne? Thema Kennwort und ich habe es vielleicht hinten gesehen und sage, ich nehme sein Telefon und denke, wow, jetzt kann ich ja das Auto freischalten. Wir sperren das. Das heißt auch, wenn jemand versuchen würde, euren Laptop, wo ihr die Daten eingetragen habt und die Kunden speichern das dann im Browser, die Zugangsdaten für die Alarmanlage, dann würde der auch sagen, ich schalte frei. Wir programmieren die Anlagen so, dass ihr nur noch am Fahrzeug mit dem Token entschärfen könnt. Der ist 128-Bit verschlüsselt und eindeutig der Alarmanlage zugeordnet. Das heißt, Sicherheitsmöglichkeit, wenn einer sagt, ja, das wird geknackt, der kann das Auto, nein, kann er nicht. Ruft uns gerne an, wir sprechen das und wir zeigen euch das auch im Detail. Wir kamen auch nicht weg, nur weil der Akku leer war, kam hier das Fahrzeug. Ja. Du hättest auch über das Telefon keine Möglichkeit gehabt. Nein. Du hättest nur über diesen Valet-Button den Notentschärfungscode eingeben können. Das ist die Möglichkeit und dadurch ist diese Anlage ja so sicher. Mhm. Das Thema Smartphone, hast du recht, wir können auch eine Pandora einbauen und lassen die SIM-Karte raus. Dann habt ihr eine absolute super High-End-Alarmanlage, aber die ruft euch nicht mehr an im Alarmfall. Ihr könnt hier eure Routen nicht mehr tracken, ihr könnt nicht von Ferne zuschließen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür habe ich doch heute ein Smartphone mit einer tollen App, dass ich genau sowas kann. Und ihr könntet den Dieb im Fall, wenn er euch die Schlüssel, sag ich mal, mit Gewalt abgenommen hat, könnt ihr die Anlage auch nicht mehr anrufen, weil ihr habt ja keine Kommunikationsmöglichkeit. Wäre ziemlich komisch, wenn man das macht. Aber hatten wir auch schon die Anfrage, ich sage auch, ich würde es benutzen. Die Smartphone-App müsst ihr nicht benutzen. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, nö, ich mit Handy, das reicht mir, wenn ich das anmachen kann, kann kurz mal telefonieren, ich will da nichts mit zu tun haben. Ja. Das reicht, fertig. Mhm. Mehr braucht ihr nicht. Die Anlage macht alles auch im Hintergrund ohne den Smartphone. Nochmal, bitte schön. Du fühlst dich sicher? Ja, sehr. Ich auch.
So, jetzt würde ich euch noch eine Sache zeigen. Wir haben ja noch gesprochen, es gibt jetzt die Möglichkeit, wir wollen nur mal zeigen, was technisch machbar ist. Wir können jetzt bei bestimmten Funktionen, du kennst das ja, wenn da gehauen wird, dass er dieses Tuk-Tuk-Tuk-Ton macht, wir können jetzt über die Sirene verschiedene Melodien abspielen. Und das zeigen wir nochmal aus einer anderen Perspektive, dann ist das Video, damit es nicht so lang wird, aber auch gleich zu Ende. Ja, aber das ist wirklich exklusiv. Ich glaube, das hat noch nie einer gezeigt, was die Anlage, was da für Töne und Sachen drin sind, was diese Sirene alles kann. Das schauen wir uns nochmal an. Ja. Ja, voll cool. Du hast ja von erzählt, dass man die Sirenen irgendwie verstellen kann. Jetzt andere Melodien. Das wollen wir uns natürlich gerne mal angucken. Ja, also es gibt die Möglichkeit, genau. Wir haben ja gesagt, hier den Schärfungs- und Entschärfungston, den können wir jetzt entsprechend, ich nenne ihn mal sanfter programmieren. Ich mache das nochmal. Das wäre jetzt Schärfen. Hat man gehört? Das ist Entschärfen. So, wenn ich das mal in den normalen Ton setze, was Mirko meinte, das ist so laut. Das ist ein bisschen viel für einen Campingplatz. So, und wir können... wenn die Autos gestoßen werden, dann kommt ja dieses Dück-Dück. Dazu sage ich auch gleich, guckt gerne mal bei uns auf dem Kanal. Wir haben die Anlage ja in unserem ADI-Video gezeigt mit Startsperre, wie das alles funktioniert. Das können wir hier zusammen gar nicht leisten. Dann ist noch eine halbe Stunde um. Unter Canforce findet ihr, wenn ihr nach Canforce Adria werden oder sowas guckt, findet ihr uns definitiv bei YouTube oder auf der Webseite canforce.de. So, dann haben wir die Möglichkeit, also diesen Ton, der Dück-Dück macht, jetzt in verschiedene Sachen umzustellen. Und zwar mache ich den mal an. Das wird dann möglich. Das ist eine Möglichkeit. Also es ist eine Spezialsoftware jetzt, um die Programmierung vorzunehmen. Dann haben wir die Möglichkeit... Ah, schon laut. Ja. Gibt auch wieder welche, die das bestimmt total cool finden. Da muss man nur aufpassen, dass man da nicht nachher irgendwann ins Thema Ruhestörung kommt. Ne? Dass einer sagt, sag mal, was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Dann haben wir noch einen kurzen Ton. Dann haben wir noch die Möglichkeit... Oh, das ist wirklich laut. Also wenn du hier stehst, ne, das sind echt laute Töne. Solche Sachen zu machen. Ja, das wollte ich mal zeigen. Also wenn jemand sagt, er möchte dieses Düdüt nicht und er hätte hier gerne lieber so einen Ton, wo ich meine, also der wäre dann, dass man sagt, okay, Vorwarnung, lass die Finger von dem Ding hier. Ne? Statt Düdüt. Ist ein Hauch leiser und ist nicht ganz so grell. Können wir jetzt machen mit der neuen V2 von Pandora. Ne? Ach so, wir kriegen so oft die Frage, ja, wir sehen immer, ja, du sprichst immer über Camper Mini und V2 und das ist ja total, keiner weiß genau, was das ist. Es gibt von eurer Anlage, der direkte Nachfolger ist die Pandora Camper V2. Und Pandora hat gesagt, auf dem Karton drucken wir noch Mini rauf. Mhm. Und die Idee dahinter war, weil sie gesagt haben, das ist für VW-Busse und für Vans. Darum ist der VW-Bus auch auf dem Karton. Ne? Du kannst ja mal die Kartons zeigen. Lasst euch bitte von dem Mini nicht stören. Das ist wirklich die richtige Anlage. Es gibt noch eine Pro und das, sag mal, die ist vom Funktionsumfang gleich. Sie hat noch einen Long-Range-Pager, ich habe noch eine Fernbedienung, mit der ihr wirklich bis zu 1,5 Kilometern direkt miteinander umgehen könnt. Ne? Mhm. Also, das ist die richtige Anlage für ein Wohnmobil im normalen Umfeld. Wenn ihr sagt, ihr habt ein Weltreisemobil und wollt nach Marokko und sowas und da stehen, dann bauen wir natürlich die Anlagen ein, die so eine Long-Range-Fernbedienung haben, damit die Kunden mit ihrem Fahrzeug auch ohne Telefonnetz voll verbunden sind. Die Anlagen schützen ja auch, ohne dass sie Kommunikation nach außen haben. Ja. Das ist so toll, also ist perfekt. Was gibt es Besseres als so eine High-End-Anlage, Alarmanlage? Ja, baut sie euch ein. Also wir können nichts anderes empfehlen. Das ist echt super. Ja, ihr habt ja auch im ganzen Jahr nicht ein Problem mit dem Auto gehabt, ne? Dass irgendeiner was versucht hätte, dass irgendwas vorgefallen ist. Und das wirklich, diese Anlagen schrecken ab, die Aufkleber schrecken ab. Die Diebe wissen heute, was geht und sagen wieder, ich wege ab, ich nehme ein anderes Auto, ich lasse den in Ruhe. So, Schutz. Mehr wollen wir heute nicht. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, wir sind auf dem Rückweg von Dänemark nach Hause, noch gelandet in Bremen, ein Zwischenstopp bei sehr lieben, netten Adrianern, die wir noch von Rinteln kennen, sehr lange, schon jahrelang kennen wir uns. Und super nette Adrianer, super nett, wo wir hier heute Abend nächtigen dürfen mit unserem Van und auf deren überdachten Terrasse eingeladen sind. Zur selbstgemachten Pizza. Ja, richtig toll. Ah, da sind sie ja. Hallo Maike, hallo Bernd. Danke für eure Einladung. Hallo. Oh, gleich mal hier kurz reinfilmen. Cool. Wahnsinn. Ein Pizzaofen, selbstgemachte Pizza. Sogar den Teig, alles habt ihr selbst gemacht. Alles selbst gemacht. Ihr habt auch eine schöne überdachte Außenterrasse. Der Wahnsinn bei euch. Ja, die beiden waren beim Adria Vancamp 2020 dabei, aber 2021, 2019 ja,
richtig? Nee, war richtig. 2020 waren wir dabei. 2021 sind wir in Schweden gewesen. Ich bin schon zu lange. Wir waren zu lange unterwegs. Die beiden waren beim Adria Vancamp 2020 in Rinteln dabei. Und 2021 beim Vancamp in Föhl waren sie nicht da, weil sie, ich glaube, über drei Monate mit ihrem Adria Van in Schweden unterwegs waren. Und sie musste sich jetzt seit heute 40 Jahre mit mir rumquälen. Genau. Wahnsinn. 40 Jahre. 40 Jahre verheiratet. Heute. Und ihr wärt auch zum Vancamp gekommen, wenn ihr nicht in Schweden gewesen wärt. Ja. Natürlich. Aber dadurch, dass er jetzt zu Hause ist, haben wir die Zeit genutzt. Rennt noch. Ihr seid so liebe Menschen und wir fühlen uns so geehrt und geschmeichelt, dass wir hier heute, dass wir eingeladen sind. Vielen Dank. Aber wir danken euch, dass wir hier selbstgemachte Pizza, Nora. Ja, voll toll. Hunger. Und auch unser Hund Josie fühlt sich hier pudelwohl. Und dann dürfen wir übernachten bei euch vorne in der Grundstückseinfahrt in unserem Van. Und Nora, morgen geht's dann endlich nach Hause. Du hast den Abschluss hier in diesem Video. Morgen geht's nach Hause. Aber jetzt genießen wir erstmal den Abend. Wann ist bloß die blöde Kamera aus, richtig? Ja, das funktioniert. Ja. Du hast Hunger, ne? Ja. Du auch. Ja, das ist eine gute Idee. Achso, den Pizzaschneider. Wir grüßen euch herzlich und danke fürs Zusehen. Ja, tschüss. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich sehe gerade, mein Nachbar ist auch da. Hast du was dagegen, wenn du auf meinem YouTube-Kanal Wohnen, wenn auftauchst? Das ist mein Nachbar, der freut sich, dass ich wieder zu Hause bin. Und natürlich nicht. Der begrüßt mich gleich mit einem Bier, ist ja toll. Ich habe gehört, mein Rasenroboter hat es nicht geschafft, der ist stecken geblieben. Ja, leider. Was ist passiert? Wenn man billige Qualität kauft. Scheiße. Aber immerhin hat er sich gekümmert, dass er halt nicht weg ist. Ne? Also wir danken fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Macht gerne einen Daumen hoch. Wie gesagt, abonniert die Glocke, weil ich nicht weiß, wann das nächste Video kommt. Ja, jetzt taucht hier auch schon der nächste Nachbar auf. Kaum ist man wieder zu Hause, sind die Nachbarn auch wieder alle da. Ist ja klar, oder? Hast du was dagegen, wenn du auf meinem YouTube-Kanal Wohnvan auftauchst? Hast du nicht? Aber hast du denn schon Wohnvan abonniert, den Kanal auf YouTube? Nein. Dann mach das bitte mal. Ja. Okay. Mach's gut und danke. Wir werden unseren Hund da hinpacken, ne? Ja. Okay, wir haben auch einen Hund, aber es ist leider kein Wachhund. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.